Hallo, meine lieben Freunde da draußen an euren Empfangsgeräten. Herzlich willkommen zur allerletzten Folge Ingressive im Jahr 2018. Und an alle da draußen auch schon mal ein sehr, sehr frohes neues Jahr 2019. Ich weiß, wenn ihr euch jetzt das Ganze hier anschaut, ist es vermutlich noch nicht 2019 oder ist es schon sehr spät in 2019. Aber so wie ich die Sache gerade sehe, hat das Neujahr irgendwo auf der Welt jetzt schon angefangen. Also lassen wir das Ganze noch einmal durchgehen und wie gesagt, ein frohes Neues. Ah, sehr überrascht. Ich hatte ein bisschen Panik, dass ich die Hände überschäumen könnte. Aber was war das nicht für ein Jahr, ne? 64 neue Videos über das Jahr hochgeladen. Wobei ich fairerweise sagen muss, dass davon 20 jetzt allein im Dezember rausgegangen sind. Und da würde ich auch kurz sagen, erwartet nicht zu viel, was das neue Jahr angeht, weil diesen Turnus mit jeden Tag oder jeden zweiten Tag neues Video, das hält man nicht durch, wenn man tatsächlich ein Arbeits- oder ein soziales Leben hat. Also ich schaue, dass ich es nicht ganz so schleifen lassen werde, aber 5 Videos pro Woche oder sowas, das wird einfach nicht drin sein. Aber wenn ihr euch trotzdem irgendwie denkt, boah, den Flo, den würde ich gern trotzdem weiter mehr von ihm hören, mehr zuhören, dann kann ich auch sagen, schaut doch einfach mal auf meinem Let's Play-Kanal vorbei, weil wie jeder gute YouTuber habe natürlich auch ich einen Let's Play-Kanal und da packe ich mir ein paar Leute, die kennt ihr vielleicht hier von dem Kanal als Gastsprecher und zwinge sie dann mit mir qualitativ sehr hochwertige Spiele zu spielen. Und ansonsten 2019 natürlich. Wenn ihr irgendwelche Ideen habt, was ich denn jetzt so machen könnte, was ich übersetzen könnte, was ich einlesen könnte für das kommende Jahr, dann tippelt doch einfach einen kleinen Kommentar zusammen. Setzt ihn unten in den Kommentarbereich und ich schaue dann mal ganz gutsjahrartig, was man davon so machen könnte und in Angriff nehmen könnte für das kommende Jahr. Ich meine, natürlich habe ich auch noch ein paar andere Pläne für den Kanal selber, aber euer Input ist immer gern willkommen und dann bleibt mir eigentlich nicht nur viel zu sagen, außer habt einen schönen Abend noch, ne? Viel Spaß! Artikelnummer SCP-2002. Objektklasse neutralisiert. Keter-Klassifizierung aufgehoben am 2000. Sonderverwahrungsverfahren. Die Eindämmung von SCP-2002 konzentriert sich auf die koordinierte Verbreitung von Fehlinformationen an alle Organisationen und Personen, die sich mit der Entdeckung, Verfolgung, Untersuchung und/oder Diskussion von mobilen astronomischen Objekten befassen. Besonderes Augenmerk ist dabei auf die Manipulation relevanter Randgruppierungen zu legen, um die Natur von SCP-2002 zu verschleiern. Sollten Bilder von SCP-2002 in irgendeiner Form an die Öffentlichkeit gelangen, müssen diese als digital bearbeitet und als das Werk von Verschwörungstheoretikern diffamiert werden. Für diesen Zweck müssen Foundation-Angestellte als Experten in betroffenen Medien auftreten bzw. als Berater für externe Forschungsprojekte vorgeschlagen werden. Weitere Informationen zu spezifischen, aktuellen, vergangenen und zukünftigen Desinformationskampagnen finden Sie im Dokument secinf/2002-d-depdi:ref2.41. Um die Veröffentlichung von Informationen über SCP-2002 zu verhindern, wurde der Einsatz tödlicher Gewalt genehmigt. Alle gesammelten Wrackteile von SCP-2002 und die Überreste der Besatzung sind zur Erforschung der Herkunft von SCP-2002 in Standort 102 unterzubringen. Für weitere Informationen zu diesem Projekt wenden Sie sich bitte an den aktuellen Projektleiter Dr. Signoff. REM/201/2006-0217. Bitte beachten Sie, dass trotz der Neutralisierung von SCP-2002 dieses Verwahrungsverfahren auf unbestimmte Zeit in Kraft bleibt.
Beschreibung. Bei SCP-2002 handelt es sich um ein Raumschiff auf einem direkten Kollisionskurs mit der Erde. Nach der Entdeckung gelang es Weltraumaußenposten der Foundation, mehrere Bilder zu übertragen, die auf zahlreiche Ähnlichkeiten zwischen dem Design von SCP-2002 und dem damaligen Designs, der sich in Entwicklung befindlich, Daten gelöscht. In Anbetracht dessen und unter Berücksichtigung der Daten, die aus den Trümmern geborgen wurden, wurde SCP-2002 als eine temporale Kontinuitätsanomalie eingestuft. Ihr Ursprung wird aber in dieser Realitätsiteration vermutet. Die Neutralisierung des Objekts hat das Projektpersonal daran gehindert, dies zu überprüfen, obwohl die Untersuchung der Wrackteile Beweise für diese Theorie erbracht hat. SCP-2002 besaß einen kugelförmigen Rumpf mit einem geschätzten Durchmesser von 450 Metern. An diesem Hauptrumpf waren etwa 3000 kleinere Sphären mit einem Durchmesser von ca. 1,7 Metern befestigt. SCP-2002 zeigte weder sichtbare Antriebsvorrichtungen oder externe Systeme zur Stromerzeugung, noch waren einzelne Abteilungen oder Systeme wie Cockpit, Wohnquartiere, Lagerräume und so weiter erkennbar. Alle Kommunikationsversuche mit Hilfe von Foundation SETI-Anlagen wurden durch eine automatisierte Übertragung von SCP-2002 auf einer speziell für den Foundation-Kommunikationsverkehr reservierten Funkfrequenz beantwortet. Signale, die von Nicht-Foundation-Anlagen gesendet wurden, führten nicht zu einer Antwort durch SCP-2002, was darauf hindeutet, dass das Objekt die Herkunft des Funksignals bestimmen konnte. Ein Transkript der automatisierten Antwort befindet sich im Anhang 2002-A-04. Bei der Überprüfung schien die von SCP-2002 verbreitete Botschaft darauf hinzudeuten, dass SCP-2002 über Systeme verfügte, die eine eigenständige, sichere Rückkehr zur Erde ermöglichten. Unabhängig davon wurde, für den Fall, dass sich diese Annahme als falsch erweist, SCP-2002 aufgrund der möglichen Auswirkungen einer Kollision als Keter eingestuft. SCP-2002 hielt eine konstante Geschwindigkeit von 12,5 km pro Sekunde aufrecht und es wurde erwartet, dass das Objekt am 2000 wieder in die Erdatmosphäre eintreten würde. Es wurden Protokolle für den Umgang mit allen möglichen K-Klasse-Szenarien als Ergebnis der Rückkehr von SCP-2002 erstellt. SCP-2002 wurde erstmals am 1900 in einer Entfernung von etwa 15,8 astronomischen Einheiten von der Erde durch Fernerkundungssysteme an Bord von Foundation-Satelliten entdeckt. Nimmt man an, dass keine Kurskorrektur vorgenommen wurde und extrapoliert den bis dato eingeschlagenen Kurs des Objektes zurück, hätte SCP-2002 mindestens Jahre früher entdeckt werden müssen. Dies deutet auf eine zufällige, temporale Verschiebung hin und nicht auf einen bewussten Versuch seitens SCP-2002 oder der Besatzung. Der Inhalt der automatisierten Übertragung von SCP-2002 verleiht dieser Theorie weitere Glaubwürdigkeit. Anhang 2002-A-01. Auszug aus dem Neutralisationsbericht 2002-D-Neutrept-01 Ref1.01. Am 1900, als SCP-2002 den Erdmond passierte, eröffnete ein bisher unbekannter Satellit der globalen okkulten Koalition mit einem leistungsstarken Kohlenstoffdioxidlaser das Feuer auf das Objekt und durchbrach die Hülle des Rumpfes, was zur Zerstreuung der kleineren Sphären über ein großes Gebiet zur Folge hatte. Einige davon wurden später durch weiteres Laserfeuer zerstört, die meisten bewegten sich nach der Zerstörung des Rumpfes jedoch frei im All. Eine Reihe der kleineren Sphären waren weiter auf Kurs zur Erde und traten am 2000 mit einem großen Teil des Rumpfes in die Erdatmosphäre ein. Untersuchungen zur ungerechtfertigten Zerstörung von SCP-2002 durch die globale okkulte Koalition haben eine Reihe von verschlüsselten E-Mail-Nachrichten zutage gebracht, die von einem Arbeitsplatz im Kommunikationszentrum von Standort 102 übertragen wurden. Die Entschlüsselung dieser Nachrichten enthüllte ein Informationsleck, welches, wenn auch nur sehr grundlegende, Daten über SCP-2002 enthielt. In mehreren Fällen wurden neben sachlich korrekten Daten zu SCP-2002 auch interne Falschinformationen weitergegeben. Eine umfassende Untersuchung durch das mobile Einsatzkommando Beta 1, Kauterisierer, ergab, dass es sich beim Absender der Nachrichten um einem Mitglied des Level 4 Forschungspersonals handelte, der zwar an Standort 102 beschäftigt, aber nicht dem SCP-2002-Projekt zugewiesen war. Der betreffende Mitarbeiter wurde beim Versuch, das Gelände von Standort 102 zu verlassen, festgenommen, verhört und in der Folge Daten gelöscht. Aktiv bei Abwehrmaßnahmen eingesetzt. Die Bemühungen, die Identität des Empfängers der Nachrichten zu ermitteln, war erfolglos. Es wird aber angenommen, dass es sich um einen Mitarbeiter der GOK handelte. Es wird davon ausgegangen, dass das Fehlen detaillierter und sachlich korrekter Informationen zusätzlich zu der Politik der Foundation zur internen und externen Desinformation in Bezug auf SCP-2002 zu der Entscheidung führte, die Neutralisierung von SCP-2002 zu versuchen. Als Ergebnis dieses Vorfalls wurden die Protokolle für die interne und externe Kommunikation über Anomalien überprüft und gegebenenfalls aktualisiert,
Weiterhin wurde Operation Carbon eingeführt, die auf unbestimmte Zeit in Kraft bleibt, bis ein standardisierter Loyalitätstest für das aktuelle und zukünftige Personal entwickelt werden kann. Der von der globalen okkulten Koalition eingesetzte Satellit wurde schließlich sabotiert und stürzte am 2000 in den brasilianischen Regenwald. Die Überreste wurden von Streitkräften der Foundation geborgen und befinden sich, trotz zahlreicher Anträge der Koalition auf Rückgabe, in Verwahrung. Weitere Einzelheiten zur gruppenübergreifenden Kommunikation zu diesem Thema finden Sie in der ergänzenden Dokumentation 2002/C/DIPINC-8:ref.1.12. Anhang 2002-A-02. Sichergestellte GeoCard-Dokumentation über SCP-2002. Bedrohungs-ID KTE-0481-Typhoon. Großes unbekanntes Objekt auf Kollisionskurs mit der Erde. Autorisierte Reaktionsstufe 4. Schwere Bedrohung. Beschreibung: ein nicht identifiziertes, unnatürliches astronomisches Objekt auf einem Kollisionskurs mit der Erde. Die von V-Mann zur Verfügung gestellten Informationen deuten darauf hin, dass die Foundation KTE unter der Bezeichnung SCP-2002 zwar beobachtet, aber aus unbekannten Gründen keine konkreten Maßnahmen eingeleitet oder ergriffen hat, um ein Fortschreiten zu stoppen. Bitte beachten Sie Anhang 001-016 für die Berichte von V-Mann über verfügbare Informationen zu diesem KTE. Das Objekt ist eine Kugel mit einem geschätzten Durchmesser von 450 Metern, an der eine Vielzahl kleinerer kugelförmiger Knoten für unbekannte Zwecke befestigt sind. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass es sich bei diesen Knoten um Waffensysteme handelt. Es sind keine Antriebssysteme direkt am Objekt sichtbar. Systeme zur Stromerzeugung scheinen ebenfalls nicht vorhanden zu sein. Objekt reagiert nicht auf Kommunikationsversuche, obwohl in regelmäßigen Abständen Nachrichten von bodengeschützten GOK-Installationen und der USS gesendet werden. Aktuelle Berechnungen legen den Zeitpunkt der Kollision auf GMT am 2000 fest. Konservative Schätzungen über die Auswirkungen prognostizieren ein Szenario der ewigen Winterklasse, sollte KTE 0481 ungehindert seinen Weg fortsetzen dürfen. Sollte die Entfernung des Objektes auf 0,00269 astronomische Einheiten schrumpfen, ist, um die Auslöschung alles Lebens auf der Erde zu verhindern, eine Terminierung gerechtfertigt. Die GOK-Orbitaleinheit Tor-A-12 wurde zu diesem Zweck in einem permanenten Alarmzustand versetzt. Es wurden Protokolle erstellt, um eine 100%ige Erfolgsquote zu gewährleisten. V-Mann ist sofort nach erfolgreicher Terminierung von KTE 0481 zu extrahieren. Anhang 2002-A-03. Management-Zusammenfassung des Bergungsberichtes 2002/D/RecoveryReport-14:ref.1.15. Am 2000, 37 Minuten nach der Landung eines Großteils des Hauptrumpfes von SCP-2002 und einer Auswahl kleinerer Sphären, näherten sich Mitglieder von MEK Zeta 40, Sackgassenfeger, und mehrere lokale Führer dem Wrack etwa 240 Kilometer von der saudi-arabischen Hauptstadt Riad entfernt. Im Laufe mehrerer Tage wurden alle Trümmerstücke und eine große Auswahl an teilweise zerstörten menschlichen Überresten, schätzungsweise 5 erwachsene Männer, 142 männliche Neugeborene, 21 erwachsene Frauen und 377 weibliche Neugeborene, auf Foundation-Transporter verladen und zu Standort 102 gebracht. DNS-Analysen haben Übereinstimmung mit derzeitigem Personal, einschließlich Mitgliedern des O5-Gremiums, offenbart. Anhang 2002-A-04. Teiltranskription einer automatisierten Übertragung durch SCP-2002. Computerstimme, Deutsch. Hier spricht das Foundation-Schiff SCPS Mendel. Wir haben Ihre Nachricht erhalten. Aufgrund der geltenden Statusprotokolle steht derzeit kein Personal zur Verfügung, das auf dieses Signal reagieren kann. Bitte halten Sie sich für eine voraufgezeichnete automatisierte Antwort bereit. Weibliche Stimme, Deutsch. Hier spricht Dr. Agnes Jones, L4 Projektleiterin für SCP. Wenn Sie diese Nachricht erhalten haben, freut es mich zu sagen, dass diese Mission wohl unnötig war. Nach Nachwehen von SCP letzten Verwahrungsbruchs in 2100 haben wir eine Menge Zeit aufgewendet, um einen Weg zu finden, die Auswirkungen zu umgehen. Zuerst haben wir versucht herauszufinden, ob eine Neulokalisierung die Lösung ist. Wir bauten erst eine Orbitalstation und als das nicht funktionierte, eine Mondanlage, aber die Plage folgte uns immer irgendwie. Angesichts einer 100%igen Sterilitätsrate fanden wir heraus, dass es eine Möglichkeit gab, durch künstliche Befruchtung Embryonen zu züchten, die nicht von den Auswirkungen der Plage betroffen waren. Zumindest so lange nicht, wie sie sich in Stasis befinden. Unsere Berechnungen ergaben, dass man nach etwa Jahren nach Tag 0 die letzten Überreste der Plage verschwunden sein werden.
Es blieb uns daher keine andere Wahl, als eine Auswahl dieser Embryonen ins All zu schicken. Mit einer Crew, deren Aufgabe und Pflege die Überwachung dieser war. Die Crew dieses Schiffes sowie die Ladung werden aus der Stasis geholt und sind bereit für eine Rückkehr zur Erde. Sie haben einen langen Weg hinter sich. Computerstimme Deutsch. Unsere geschätzte Ankunftszeit ist etwa, Warnung, temporale Dekolonisierungsfehler aufgetreten. Wir bitten Sektor 521a für unsere Ankunft zu räumen. Anmerkung. Ein solcher Sektor existiert derzeit nicht im Foundation-Besitz. Abschätzungen haben jedoch ergeben, dass der voraussichtliche Standort bei liegen würde. Computerstimme Mandarin. Diese Nachricht wird nun auf Mandarin wiederholt. Nach der Wiederholung auf Mandarin wurde die Botschaft auch auf Spanisch, Hindi und Arabisch wiederholt, bevor die Übertragung endete.